So, zweiter Teil des Sonntagsvideos. Ja, begonnen hat der Rest der Woche mit wenig Schlaf. Ich habe einfach zu wenig geschlafen. Ich weiß nicht warum, ich konnte nicht einschlafen. Wenn ich mal schlafe ich gut. Ein bisschen schlafe, das hat gedauert. Mittlerweile wird es wieder besser. Aufgrund von, ja, ich nehme einige Supplements, ich habe mit der Supplementierung am Montag wieder begonnen, mit einigen Dingen, und das muss ich jetzt wieder einspielen. Und da wendet sich bereits einiges zum Guten, also was ich bis jetzt sagen kann. Ja, ich war Freitag, Samstag war ich dann im Gym, habe mein Krafttraining jetzt, glaube ich, so wie ich es brauche und so wie ich es will. Mit vier Übungen zu je fünf Sätzen, wobei ich dann eine fünfte Übung optional noch mache, je nach Zeit, Lust und Laune. Und ja, dann stand am Sonntag Long Run am Programm, und ja, würde ich sagen, zu dem nehme ich euch jetzt mit der GoPro mit. So, angedacht wäre der letzte Long Run vor dem Halbmarathon in Wien. Körperlich war es sicher kein Problem. Mental ist es eine extremste Herausforderung, die geplanten Kilometer umzusetzen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, nachdem mein großer Bruder quasi in der Nacht von vorgestern auf gestern verstorben ist. Ist das natürlich, ja, schwer. Wie gesagt, auch mental sehr schwer. Ich habe jetzt Kilometer 5. Die 12 mache ich definitiv, damit ich zumindest bis zur Hälfte des Monats meine 50 Kilometer voll habe. Dann hätte ich auch diese Woche quasi 30, na 40 Laufkilometer. Vielleicht mache ich ein paar Kilometer mehr. Ich kann es echt nicht sagen, wie es mir mental geht. Sollte in den Flow hineinkommen, ist es gut. Dann kann ich weitermachen. Sollte ich nicht in diesen Flow hineinkommen, also ich gebe mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen ein Gel und trinke was. Das wären ja beim Wien-Marathon so alle 5 Kilometer circa die Versorgungsstationen. Mit dem Wasserspender vom Wiener Wasser sogar noch öfter. Und ja, wie gesagt, jetzt ein Gel und was trinken. Und dann geht es einmal weiter. Ich merke, dass ich ein bisschen Kopfweh kriege. Aber ja, was soll's. Show must go on. Wir sehen uns dann gleich. So, bin jetzt bei Kilometer 9, ein bisschen mehr. Nächste Verpflegstation, da kommt ein Läufer. Wir haben jetzt noch Gel rein. Es werden also da mehr als 12 Kilometer. Und ja, jetzt kommt die Sonne raus, es wird warm. Ein paar Kilometer habe ich noch bis heim. Was ich dann tue, schauen wir mal. Duschen, umziehen, dehnen, frühstücken und vielleicht ins Gym oder aufs Rad. Aber schauen wir. Ja, im Endeffekt sind es dann 12,5 geworden. Ich bin nicht mehr in den Flow gekommen. Ich bin nicht mehr reingekommen. Bin dann den Rest gegangen nach Hause. Ich habe so dazwischen versucht, wieder zu laufen. Da habe ich aber dann aus welchem Grund auch immer auf einmal Krämpfe bekommen. Und beim Laufen, beim Gehen ist es gegangen. Bin dann so 3,5 Kilometer quasi nach Hause gewandert, was ja auch nicht so schlecht ist. Und ja, werde dann heute vermutlich nichts mehr tun. Schauen wir mal. Ich mag einfach nicht. Ich will einfach nicht. Wenn mir irgendwas im Fernsehen geben. Wenn wir überlegen, was ich mir noch zum Essen einverleibe, obwohl ich eigentlich gar nicht wirklich viel Hunger habe.
zu den Dingen, die sich durch die Supplementierung und durch kleine Änderungen auf jeden Fall gebessert haben. Was sich definitiv gebessert hat, sind die Verdauungsgeschichten beim Laufen, die weit später eintreten als früher, wenn überhaupt. Die habe ich quasi das letzte Mal beim langen Lauf und auch heute gar nichts gehabt, keine Probleme. Hat super funktioniert, ich habe auch nicht aufs Klo müssen, also da bin ich schon mal gut unterwegs. Auch die Kohlenhydratquelle, was ich das letzte Mal vorgestellt habe, vertrage ich auch gut, da hatte ich auch was mit, das hat auch gut funktioniert. Und ja, ich hoffe, dass sich mein Kopf erfängt bis nächste Woche Sonntag, bis zum Wien-Marathon. Sonst wird das ein Debakel, aber das darf es nicht werden. Den ziehe ich durch und wenn ich als letzter Läufer ins Ziel komme, komme ich als letzter ins Ziel. Und wenn es keine die lassen wir vorbeifliegen. Besser. Selbst wenn ich den Zielschluss nicht erreiche, ist es mir auch egal, ziemlich sicher. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nach dem Wien-Marathon wieder mit einem kurzen Bericht und ein paar Bildern, wenn es weiß. Und ich ziehe mich jetzt etwas zurück und bleibt mir gewogen und wir sehen uns definitiv bald wieder, wenn es denn heißen soll, der Runde rollt weiter.